die Plätze. Science. Ja, hallo. Wie kommt jetzt jemand, der Architektur studiert hat in Konstanz und eigentlich sein Leben lang wirklich gerne Fleisch gegessen hat, dazu so einen komischen Vortrag hier zu halten? Und ich fange einfach mal mit meiner Diplomarbeit an. Die habe ich 2006 in Konstanz an der FH, hieß sie damals noch, gemacht, zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich habe es wirklich geschafft, mich ein halbes Jahr lang mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Das war damals auch noch nicht so in aller Munde irgendwie. Und mich in diesem halben Jahr überhaupt nicht mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Und irgendwie erstaunlicherweise ist es auch echt keinem von meinen Profs damals aufgefallen, zumindest hat keiner was gesagt. Und ein Jahr später erst habe ich dann den Film von Al Gore gesehen und der hat mich dann wirklich geschockt. Also weil da kam so viel Neues, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, was da wirklich abgeht, was bedeuten 2 Grad Klimawandel, habe ich während des Diploms noch gedacht. Also ich habe das Thema, es wäre irgendwie an mich rangekommen, aber man denkt halt, ja, 2 Grad mehr, 4 Grad mehr, schauen wir mal nach draußen. Also ich weiß nicht, wer da irgendwie ein Problem mit hätte, ich nicht. Und da ist mir das klar geworden. Ich habe dann eigentlich auch meine Konsequenzen daraus gezogen, dachte ich zumindest, und für mich entschieden, hey, es gibt jetzt kein Weiterleben so wie bisher, so in den Tag reinleben, sondern ich muss hier wirklich was machen. Ich habe meine Glühbirnen natürlich ausgewechselt. Ich habe dann auch irgendwann mein Auto abgeschafft, habe mir energiesparende Geräte zugelegt, habe natürlich meinen Stromanbieter gewechselt, alle diese guten Sachen, die man machen will. Aber vor einem großen Thema habe ich irgendwie komplett die Augen verschlossen. Und irgendwie war mir die ganze Zeit eigentlich klar, Fleisch ist so wahnsinnig gesund gar nicht und mit Nachhaltigkeit hat es, glaube ich, auch nicht so viel zu tun. Aber ich glaube, wir wissen es alle, es schmeckt halt verdammt gut. Und erst vor relativ kurzer Zeit habe ich mich dann wirklich mal mit den Zahlen beschäftigt und habe dann gesehen, hey, wir haben 18% aller weltweiten Treibhausgasemissionen, mindestens 18%, gibt auch deutlich andere Studien, kommen aus der Landwirtschaft. Das ist eine ganze Menge mehr als der komplette weltweite Verkehr, also alle Autos, Schiffe, Flugzeuge zusammengenommen. Wenn wir da ein bisschen reinzoomen auf diese linke Seite, dann sehen wir, dass von diesem rund ein Fünftel der weltweiten Treibhausgasemissionen wiederum 80% für tierische Lebensmittel draufgehen und nur 20% für pflanzliche. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt mir für den Rest keine Wellen mehr bekomme. Es kommt halt, also diese 80% kommen halt vor allem aus Fleisch und, tut mir jetzt leid für die Vegetarier hier, vor allem halt auch aus Käse und aus Sahne, die wirklich fast genauso eine schlechte Klimabilanz haben wie Fleisch, was mir persönlich überhaupt nicht klar war. Und einfach, wie kommt das dazu, zu diesen krassen Zahlen? Ich weiß nicht, kennt irgendjemand von euch die Firma hier? Ja? Schalke, richtige Antwort. Genau, also die Firma Tönnies aus Reda-Wiedenbrück, das ist so einer der größten Schweineschlachthöfe oder eine Schweineschlachtfirmen in Deutschland. Ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch so eine Ahnung, wie viele Schweine die so am Tag so schlachten? 3.000? 10.000? 43.000 Schweine. Eine einzige Firma aus Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen. Jeden Tag. Und ich glaube, da können wir verdammt froh sein, dass wir keine Schweine sind. Da wird es nämlich gerade mal eine gute halbe Woche dauern und irgendwie ganz Karlsruhe wäre zu Wurst verarbeitet. Wie kommt es dazu? Ja, wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg ungefähr unseren Fleischkonsum verdreifacht. Mittlerweile kommen fast 100% aller Tiere oder tierischen Lebensmittel in Deutschland aus Massentierhaltung. Was bedeutet jetzt Massentierhaltung? Das ist genau das hier. Massentierhaltung bedeutet, die Tiere, die fressen kein Gras mehr, die picken auch nicht irgendwie nach Würmern, sondern die essen meistens Getreide, Mais und Sojaschrot. Und das hier sind Sojaplantagen im Amazonas, beziehungsweise was einfach da vom Amazonas noch übrig ist. Und ich finde, da kriegt das Wörtchen Holzfällersteak dann auch gleich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und solche Monokulturen, das bedeutet aber auch, dass wir einen wahnsinnigen Artenverlust haben. Alle 9 Minuten verlieren wir eine Tier- oder Pflanzenart auf der Erde. Und das sind alles, oder die meisten davon, ganz kleine Arten, die kennt kaum einer.
aber die sind einfach weg. Und wir können uns das so ein bisschen vorstellen wie Mikado spielen. Wir haben ein hochkomplexes Ökosystem und wir ziehen alle 9 Minuten da so ein Stäbchen raus. Und wir haben absolut überhaupt keine Ahnung, wann wir das entscheidende Stäbchen ziehen und dass das alles komplett zusammenbricht. Und das kann wirklich morgen sein. Das Thema, denke ich, kennt jeder irgendwie, die pupsenden Kühe. Wie viel macht das wirklich aus, wenn ich dann einfach so diese Treibhauswirkung von so einer Kuh in Autokilometer umrechne? Dann komme ich damit 1,5 Mal um die Welt im Jahr. Das ist schon ganz schön heftig. Und einfach nur, um wieder so eine Größenordnung zu bekommen, das ist das, was jeder von uns im Laufe des Lebens statistisch ist an Landlebewesen. Immerhin 4 Rinder. Letzte Tabelle für heute, die ist, finde ich, aber, also liegt mir sehr am Herzen. Das ist die Weltbevölkerung. Und zwar hier, fangen wir an, 10.000 Jahre vor Christi Geburt. Christi Geburt, da waren wir so 300 Millionen. Und erst irgendwie vor 300 Jahren ungefähr ist das Ganze explodiert, industrielle Revolution. Mittlerweile sind wir bei 7 Milliarden, bald bei 9 Milliarden. Also innerhalb von 300 Jahren von 0,5 Milliarde auf 7 Milliarden. Das ist ganz schön krass, finde ich. Und ich glaube, wenn man die ganzen Infos mal zusammennimmt, dann ist eigentlich klar, dass es so irgendwie nicht weitergehen wird. Überhaupt nicht, keine Chance. Aber, ja, also ich halte auch nichts davon, dass wir jetzt irgendwie den Kopf in den Sand strecken und sagen, das ist halt so, sondern was können wir denn überhaupt machen? Und ich glaube, jetzt irgendwie versuchen, mit Leberwurst die Welt zu retten, weiß ich nicht, halte ich nicht für so eine wahnsinnig gute Idee. Aber ist vielleicht Bio die Lösung? Und ich würde sagen, ja, absolut. Also Bio ist natürlich die Lösung. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Genauso wie an der Energiewende kein Weg dran vorbei führt. Wir werden nicht nachhaltig anders 7 oder gar 9 Milliarden Menschen ernähren können. Aber wir dürfen einfach auch nicht glauben, dass Bio jetzt irgendwie alles löst. Also wir werden, oder Bio wird nicht für 7 Milliarden Menschen täglich Bioschnitzel und Biomilch irgendwie bereitstellen können. Also da fehlt uns die Fläche. Das heißt, wir kommen eigentlich gar nicht drum rum, in Zukunft uns mehr oder auch mal öfter in die Gemüseabteilung vom Supermarkt zu verirren. Und das sind ja wirklich alles Sachen, die gibt es eigentlich in jedem Supermarkt hier. Wenn ich mir das so anschaue und dann irgendwie noch überlege, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es da gibt, sage ich, an Langeweile müssen wir garantiert nicht sterben. Und irgendwie die Zeiten, wo, sag ich mal, pflanzliche Ernährung irgendwie so aussehen oder so sahen, aussehen müssten, sind, glaube ich, auch vorbei. Heute kann das so aussehen, sollte das so aussehen. Einfach ein paar Beispiele, alles 100% pflanzlich, absolut klimafreundliches Essen. Hier ist sogar die Nudeln sind aus Zucchini. Und auch hier Pancakes mit Cashew-Eis, komplett klimafreundlich. Und ich glaube, das wird da auch schon klar, aber wir brauchen auch überhaupt keine Angst zu haben, dass uns da irgendwelche Vitalstoffe fehlen, wir irgendwie Kalziummangel haben und so weiter. Das hier ist Patrick Baboumian, offiziell stärkster Mann Deutschland und ja, Pflanzenfresser. Nebenbei studiert er auch noch Psychologie, also Körper und Geist. Und selbst Albert the Brain hat schon Pflanzen den Vorzug gegeben. Aber wie werden wir da jetzt ein bisschen konkreter? Weil das sind ja schöne Ziele, aber wie kriegen wir das irgendwie umgesetzt? Es gibt eine Initiative, die gibt es auch in Karlsruhe tatsächlich schon. Das ist diese Donnerstag ist Veggie-Tag. Aktion, 40 teilnehmende Restaurants, Kantinen gibt es in der Stadt. Und wäre einfach schön, wenn viele von euch das wahrnehmen, einen Tag in der Woche einfach klimafreundlich zu essen. Und ganz egal, ob das wirklich ein Tag ist, wo ihr sagt, ich verzichte heute mal irgendwie auf Fleisch, Milch und Fleisch, Käse und Sahne vielleicht, so die größten Klimakiller. Oder mir reicht auch der Sonntagsbraten. Einfach lasst uns aufbrechen in dieses Genussland und lasst uns das gemeinsam entdecken. Und ja, macht euch schlau.
und seid der Wandel in der Welt, den ihr selbst sehen wollt. Und revolutionäres Potenzial, was wir dringend aufwecken müssen, wenn wir irgendwie dieser Klimakrise Herr werden wollen. Und das hier ist irgendwie, das ist nicht irgendwie, sondern das ist Professor James Hansen, das ist der Direktor oder der oberste Klimaforscher der NASA, wie er vor dem Weißen Haus bei einer Klimaschutzdemo verhaftet wird und das in seinem Urlaub. Also er macht das nicht von ungefähr, sondern er macht das, weil er sich mit der Thematik beschäftigt hat, Klimawandel, und gar nicht anders kann. Und ja, wie gesagt, meine Bitte, macht euch schlau. Ich weiß, es gibt viele Leute, die das einfach ignorieren, was immer in den Zeitungen steht. Aber lest es wirklich und lasst uns als diese Generation, die auch wirklich die wichtigste ist, also es wird keine Generation nach uns das noch lösen können. Lasst uns das Klimaproblem lösen.